Hallo zusammen, ich bin nochmal hier in Todtmoos-Rütte und diesmal am Graf Dürkheim-Zentrum für Zen und Initiatische Therapie und bin hier zusammen mit Peter Oechsle. Peter Oechsle ist Psychologe und Psychotherapeut, hat Ausbildung natürlich im Bereich der Initiatischen Therapie, in der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers. Und auch in der systemischen Arbeit, auch Aufstellungsarbeit und hat mittlerweile eine über 30-jährige Praxis im Bereich des Zen oder der Zen-Meditation, vor allen Dingen auch also neben Graf Dürkheim halt auch in den USA bei Baker Roshi und anderen Zen-Lehrern. Und ich möchte mich einfach ein bisschen mit ihm austauschen über seine Arbeit, darüber, was initiatische Therapie ist und auch hier über das Zentrum in Rütte. Ja, und da freue ich mich, dass er da ist. Okay. Hallo. Genau. Vielleicht könntest du mal kurz beschreiben, von dir aus nochmal aus deiner Perspektive, wer bist du, was machst du hier, was bietest du hier an in Rütte im Zentrum? Also ich bin der Peter Oechsle. Ich arbeite seit über 30 Jahren hier. Meine Schwerpunkte sind die Arbeit mit der Tonerde, die Arbeit mit dem geführten Zeichnen. Ich mache wegbegleitendes Gespräch mit den Menschen, initiatisch-therapeutische Gespräche mit den Menschen. Und ich bin zuständig hier für das Zendo, bin der Leiter des Zendos und von daher eben für die Meditation im Stil des Zazen, wie das nach Dürkheim heißt. Was ist initiatische Therapie? Die Grundstruktur, die Dürkheim an uns weitergegeben hat, ist dieses Menschenbild, das mit dem doppelten Ursprung beschrieben wird. Also unser Ursprung in dem zwischenmenschlich-materiellen, natürlichen und unser Ursprung in der geistigen, transzendenten Dimension. Das ist also eine ganz grundlegende Aussage, dass diese beiden Seiten, der Bezug zur Welt und der Bezug zu der geistigen Dimension, wirklich beides zu unserem Leben gehört. Und dass die Arbeit, die wir machen, oder die Begleitung, die wir machen, ist, dass wir zum einen wirklich den Menschen in Empfang nehmen, mit diesen beiden Dimensionen, mit diesen beiden Aspekten, dass von Anfang an, wenn ein Mensch hierher kommt, es nicht nur der weltbezogene psychische Teil ist, sondern dass es immer gleich die geistige Dimension im Leben mit dabei Dabei. ist und dass es eigentlich das Ziel dabei ist, der Arbeit, dass der Mensch irgendwann in die Lage kommt, diese beiden Seiten zu verbinden und in seinem alltäglichen Dasein, also sowohl für sein Werk in der Welt da sein will oder da sein kann, als auch in jedem einzelnen Moment die geistige Dimension mit dabei ist. Gerade gestern habe ich noch mal etwas von Dürkheim gelesen, wo er wirklich sehr ausdrücklich davon spricht, dass es darum geht, dass in der Bedingtheit unserer alltäglichen Welt wirklich dort auch die Unbedingtheit des Lebens und des Daseins, des Seins stattfindet. Ja. Das finde ich immer wieder, wenn ich das so beschreibe. Das ist beides so. Es ist eigentlich zum Erschauern. Also, so, das ist so eine grundsätzliche Aussage und ein so. Ja, so grundsätzliche Aufgabe für den einzelnen Menschen. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die zu uns in dieses abgeschiedene Dorf kommen, dieses abgelegene Dorf kommen, von Anfang an etwas ahnen von dem, dass es um so eine grundsätzliche Seinsdimension gehen wird. Natürlich gehört zu der Arbeit, dass wir einerseits nicht nur in der Meditation, sondern in jeder einzelnen Therapiestunde
ist die geistige Dimension da. Aber gleichwohl ist in jeder einzelnen Therapiestunde diese, sage ich, diese biografische Dimension jedes einzelnen Lebens da, in jedem Strich, den der Mensch macht, zum Beispiel im geführten Zeichnen, ist sein ganzes Leben präsent. Mhm. Und die Antwort, die er durch das Gegenüber des Therapeuten bekommt, ist immer diese Ganzheit. Ja. Und jeder, der bei uns hier Therapeut ist und jeder, der bei uns hier Begleiter ist, der muss einen Weg gegangen sein, wo er diese beiden Dimensionen in seinem Leben verbindet. Ja. Er muss dem Gast gegenüber in dieser Ganzheit präsent sein können, denn nur dadurch wird er bei dem Gegenüber etwas anstiften können. Mhm. So, einfach nur durch sein Dasein. Ja. Ich habe jetzt gerade schon das eine oder andere Medium ein bisschen erwähnt. Also ein Teil der Arbeit ist eben wirklich die Meditation. Täglich gibt es zwei Termine, wo die Menschen hingehen können zu meditieren, im Stil des Zazen. Und dann gibt es aber eben einfach diese Stundenverabredungen in den einzelnen Medien. Wir nennen die verschiedenen Arbeitsweisen Medien. Und da sind unsere Grundmedien die personale Leibarbeit, die stärker auf den Kraft-Dürkheim zurückgeht, und das geführte Zeichnen, das stärker auf Maria Hippius zurückgeht. Also, ja. Kannst du da mal das spezifizieren? Also geführtes Zeichnen heißt, da sitzt jemand vor einem Blatt, hat ein Stück Kohle in der Hand. Und was passiert dann? Also, er hat ein großes Blatt vor sich, bei dem das Zeichnen, die Zeichengebärde, nicht einfach nur mit der Hand geschieht, sondern wo eigentlich der ganze Leib mit einbezogen ist, weil es eben auch eine entsprechende große Form hat. Der Leib spielt in unserer gesamten Arbeit die zentrale Rolle. Dürkheim hat es so definiert, ganz einfach definiert, wir haben den Körper und wir sind der Leib. Ja. Der Leib ist einfach dieses ganze Ding hier, das da schwingt, das wir spüren können, das uns leitet. Ja. Bei diesem, bei all unseren Arbeitsweisen geht es immer darum, dass der Gast nicht mehr von seiner Ichhaftigkeit da gestaltet, zeichnet oder tont oder tanzt oder so, sondern dass er sich von seiner tieferen existenziellen Dimension leiten lässt. Ja. Also im Psychologischen würde man sagen, das sei das Selbst, aber auch das Selbst eben nicht so sehr nur mit der Prägung aus der Biografie und zwischenmenschlichen Dimension, sondern wirklich auch aus der geistigen ja. Dimension. Das Selbst begriffen als ein Treffpunkt von diesen beiden Dimensionen. Ja. So. In dem geführten Zeichnen kann man zwei Arbeitsweisen unterscheiden. Die eine ist das Arbeiten mit den Urformen, das heißt einfach eine Schale oder die Senkrechte oder das Kreuz oder die Spirale sind in dem Sinne Urformen, die eben einfach archetypische Gegebenheiten aufnehmen. Oder der Kreis, Quadrat und Dreieck. Genau, ja. genau, diese Dinge. Die Raute und solche ja. Dinge. Und wo der, wenn der Mensch sowohl jetzt einfach in der freien Gebärde ohne das Zeichen, das kann man auch einfach in der Gebärde machen, oder eben dann auf dem Zeichenpapier, auf dem Papier mit dem Zeichenstift, wenn er in die wiederholte Gebärde der Schale kommt, dann kommt sein Gesamtorganismus, seine Gesamtbeschaffenheit kommt in den Kontakt mit der Thematik der Schale, was eben einfach heißt, er kommt in den Kontakt mit der Thematik der Geborgenheit. Mhm. Und nun ist die Frage, aus seiner Biografie heraus, was er nun macht mit der Geborgenheit. Mhm. So,
ob er das aufnehmen kann oder ob er da in Widerstand gehen muss oder was auch immer dabei sein wird. Ja. Also, und in der Weise, wie er die Schale macht, also bei geschlossenen Augen, wie er die Schale macht, gibt es natürlich auch einen Ausdruck darüber, über seine Persönlichkeit, über sein ganzes, über sein gesamtes Sein. Ja. So. Ja, ja. Das ist die eine Weise, also und da gibt es Abläufe, wo einzelne Formen sich aufeinander aufbauen. Wir können leicht, also immer wieder mit der Schale beginnen, aber man könnte auch einfach mit dem Kreis beginnen, mit dem ungebrochenen eingebunden sein und mit dem bewusstlosen eingebunden sein. Aber der Kreis muss sich irgendwann öffnen, so, sonst bleiben wir in der naiven Dummheit. Das gute gerade abgeschlossen sein, ne? Genau, ja. Wir wären weiter im Paradies, ja. Und wären vielleicht glückselig, aber es würde uns nicht als Person geben. Das meintest du vorhin, glaube ich, auch mit den Brüchen, ne? Genau. Wo dann die Übergänge, der Ruf zur Reise kommt. Und eine, also die so dem heutigen Dasein oder dem aktuellen Dasein eines Menschen von heute sehr entspricht, ist eben wirklich so die Schale, kommt zuerst mal einfach in die Berührung mit der Geborgenheit. Und dann gibt es aber da schon eine zweite Form, das ist die Schale mit der Perle. Mhm. So, wo der Mensch, also dann in der Übung in die Schale geht und aber dann am tiefsten Punkt der Schale einen Looping macht, mhm, der eigentlich dann als die Perle begriffen wird. Mhm. Und hier am Grunde der Schale gibt es ja dann immer den Schnittpunkt. Mhm. Die Muschel muss eine Verletzung, mhm, haben, damit sie eine Perle bilden kann. Mhm. So, das ist der Anfang der Individuation. Ja. So. Und so kann man in der Übung des mit dem Zeichnen kann man weitergehen, dass man einfach den Menschen mit den Urformen durch diese Entwicklungsschritte führt. Das heißt also, ich unterbreche noch kurz, die Formen sind quasi, die hat die Maria Hippius quasi definiert? Sie hat sie aufgenommen. Ja. Also man kann ja von den Archetypen, also der Junge hat angefangen von den Archetypen zu sprechen, aber er hat ja etwas aufgenommen, was einfach in der Welt ist. Ja, so, genau. So. Und sie hat begriffen, dass man diese, was man da an Archetypen psychisch-verbal, ja, phänomenologisch haben kann, dass man das auch in der Zeichengebärde ausdrücken kann. Okay, und dann kriegt also der Klient quasi jetzt vom Therapeuten den Impuls, geh mal erstmal in diese Schale rein und dann gehst du mal rüber und machst diesen Schwung mit der Perle. Genau. Und er folgt quasi wie in so einer kontemplativen Haltung, wie beim Zen vielleicht, geht er immer wieder in diese Bewegung rein, genau, und spürt dabei parallel, was passiert im Inneren. So, genau, verstehe ich das jetzt. Genau, ja, genau. Und so könnte man um den Menschen stärker in die, also eben ein vielleicht also unbewussten oder in einem von seinem System her in den Ablauf der Bewusstseinsentwicklung zu bringen, so könnte man ihn beginnen lassen mit dem Kreis, genau. Kreis, 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 mhm, so, dann kommt er in diese, ja, in diese bewusstlose Form herein, ja, und dann kann man also ihn dann kreisen lassen und kann ihn aber auch dann auffordern, den Kreis durchzustreichen, mhm, und das zu öffnen, hervorzutreten. Gucken, was dann passiert. Und genau, und so weiter. Das ist ja dann auch eine Projektionsfläche für das Material, was er mitgebracht hat. Ne? Also ja. Dann, ja. Und die andere Spur, ja, und die, ja, andere Spur ist, dass er eben ohne Vorgabe wirklich nur ganz zentriert frei bei sich, geschlossene Augen, dieses große Papier, zwei Stifte in der Hand und dann seinen Bewegungsimpulsen, seinen inneren Impulsen folgt, mhm, und da ins Zeichnen geht. Ja. Und da wird natürlich dann auf eine ganz besondere Weise seine ganz individuelle Beschaffenheit, seine ganz individuelle Konstellation wird da ausgedrückt. Ja. Und da kann natürlich schon auch sein, oder ist auch, dass da die Urformen auch stattfinden, spontan daherkommen. Aber es kommt auch das ganze Chaos und die ganze Gestaltungssehnsucht, die in uns Menschen ist, mhm, kommt da zum Ausdruck.
Und über das fortgesetzte Arbeiten daran wird eben einfach der, die Gestalt, die in mir ist, die in dem einzelnen Menschen ist, drückt sich einfach immer deutlicher aus. Ja. So ein Kreis, also den könnte man ja auch durchaus eine Stunde machen, ne? Ja, man würde nur ein bisschen blöd dabei werden. Ja, ja. Also wie lange ist dann so ein Zeichner halt im Schnitt? Ja, wir arbeiten eine Stunde. Ja, also wir arbeiten wirklich 60 Minuten. Ja. Und das ist verschieden. Also manchmal hatte ich Leute, wo ich das, mit denen ich das erste Mal zeichnete. Mhm. Und ich saß da mit in einer Stunde und die haben einfach eine Stunde lang da an einem Bild gezeichnet. Ja, okay. So. Ja. Und ich könnte da jetzt nicht so sagen, nicht sagen, was jetzt da eine richtige Zeit ist, so, sondern also gerade bei dem freien Zeichnen ist es so, dass dann ich irgendwann dann sage, nur du weißt, wann es zu Ende ist. Ja. Und bei den Urformen, was sie da tun, ist nicht, so, ist nicht auf keinen Fall, dass wir da Chakrabehandlung machen und, ja. und so, sondern es geht darum, dass wir den Menschen berühren und den Menschen aufnehmen. Durkheim in seiner Beschreibung hat manchmal auch einfach gesagt, es geht darum, den Menschen liebend in die Hand zu nehmen. Okay, also es geht, wenn ich das verstehe, ist das so eine Art, ja, es geht so Richtung Handauflegen und eine Mischung aus Handauflegen und Bonding vielleicht. Kann das sein? Willst du das sagen? Es ist mir beide, also von Bonding. Containing so. Okay. Wow. Also es gibt natürlich nicht das Festhalten wie beim Bonding. Ja. So der Gast, der Klient liegt auf einer Liege oder auf dem Boden. Ja. Und ich werde also versuchen, ihn nicht einzuengen. Ja. So zuerst mal. Es könnte natürlich sein, dass wenn ich merke, das ist in der Tiefe sein Thema, dann werde ich vielleicht schon kräftiger zugreifen. Aber das Bonding hat ja, so das, was ich davon verstehe, eben wirklich diesen festen Festhalte, ja. wo der Klient erfahren kann, doch, ich habe ja doch einen Halt. Ich spüre ja doch was. So, ja. Genau. Diese personale Leibbehandlung hat, ich würde sagen, mehr Freiheit, ja. mehr Verlockendes, mehr Angebot. Ja. Der Therapeut muss sehr wachsam sein auf diese feinen Dinge, die da geschehen. Und wo es eben immer wieder bei allem, was wir tun, ja nie darum geht, nur um die materielle oder psychische Verwirklichung, sondern es geht ja immer um diese, um diesen Umgang mit dem Sein. Ja. So. Ja. Mit diesem so eigenartig gestaltlosen, gestalthaften. Ja. So. Und wenn ich, natürlich werde ich bei der Leibarbeit versuchen, den Klienten in eine Grundstruktur zu bringen, Bodenkontakt zu haben und so weiter. Ja. Aber gleichzeitig werde ich ihn berühren, dass er sich und dem Sein gegenüber öffnet. Mhm. So. Und eben das, wenn ich das jetzt so formuliere, ich glaube, das ist immer wieder so das Wichtige, dass der Mensch sich erfährt in seiner Öffnung dem Sein gegenüber. Mhm. So. Mhm. Es geht immer wieder darum, sich zu erfahren, aber jetzt nicht einfach nur so zu erfahren, wie steuere ich mein Auto oder wie bin ich mit meinem Partner, meiner Partnerin, sondern sich zu erfahren in seinem Kontakt mit dem größeren Sein. Ja. Ja. Und das gilt, das würde ich so jetzt gerade so sagen, das gilt eigentlich für alles, was wir tun. Ja. So. Und natürlich müssen wir beginnen mit Hallo, was bringst du heute mit? Ja, klar. Aber dadurch, dass wir, ich glaube, das ist so eben der, also fast wie so ein Trick, dadurch, dass jeder, der von uns, der hier arbeitet, sich eben so auch verankert hat in dem größeren Geschehen, öffnet er bei dem anderen auch entsprechendes. Ja.
so dass die Menschen wie fast froh sind, ach, jetzt bin ich da an einem ganzheitlichen Ort. Ja. So. Also man könnte vielleicht sagen, dass diese Art der Arbeit bzw. der Haltung, würde ich vielleicht viel eher sagen, die damit verbunden ist, in vielerlei Hinsicht so mancher Strömung im Therapeutischen der Moderne eher diametral gegenüberzustehen scheint. Also ich kenne da aus dem, ich komme halt immer aus der Hypnose-Ecke oder NLP habe ich halt auch mal gemacht. Und so, da gibt es halt sehr häufig diese Idee, wir machen eine Methode und eine tolle Technik. Mhm. Und die Methode und tolle Technik macht jetzt, das ist dein Problem. Ne, so. Das ist eigentlich eher, würde man so sagen, hier geht es über das Sein. Also sowohl das Sein des Therapeuten als auch des anderen. Ja. Und das ereignet sich in dem gemeinsamen Raum, der sich da wie so eine Alchemie ergibt. Und natürlich, also auch wenn wir an Träume gehen, also im Gespräch, also wir bearbeiten ja auch Träume, natürlich wissen wir die allgemeingängigen Symbole und so weiter, oder wir wissen die Beschaffenheit der Chakren und so weiter, aber das steht nicht so im Vordergrund steht, dass ich wirklich versuchen will, den einzelnen Menschen in seiner Tiefe und in seinem grundsätzlichen Struktur zu erfassen und zu spiegeln. Ja. Das ist im Grunde auch ich komme aus der Gestalt und in der Hypnose und so weiter arbeite ich im Grunde von der Haltung auch so. Okay. Das heißt, der Klient führt in diesem Prozess oder das andere, das Klienten, das ganz andere, das führt den Prozess. Und ich glaube, die Haltung ist dabei ganz entscheidend. Ja. Weil du könntest ja diese Zeichenübung auch machen mit einer ganz anderen Haltung und dann käme was ganz anderes bei raus. Und sagen, ah, guck mal, du malst das jetzt so, der Strich ist so und so dick, das bedeutet. Und dann wärst du schon ganz woanders. Ne? Ja. Ja, schön. Und wenn ich so zu meiner Arbeit gucke, ist ein wichtiger Teil über die letzten Jahre gewesen, dass ich in Gruppen arbeite. Sonst ist eigentlich so Rütte vornehmlich Einzelarbeit. So. Und nur wenige Kollegen, jetzt in den letzten Jahren bin fast ich der Einzige gewesen, der eben auch mit Gruppen arbeitet. Und da kombiniere ich eben dieses, die Meditation, das geführte Zeichnen, da verwende ich Mythen, Märchen, aber auch Opern, zeitgenössische Literatur, eben alles, was eigentlich geeignet ist, ich könnte auch so sagen, so wie auf einer archetypischen Ebene oder wie mit dem Archetypischen, des Selbst, des Einzelnen, des Menschen zu erreichen. Ja. Ob ich jetzt die Zauberflöte nehme und mit den Menschen durch die Zauberflöte gehe und dadurch den Archetypus der Entwicklung, der Wandlung aufgreife, oder ob ich Tristan und Isolde nehme und die Frage mit der Liebe und der Bezogenheit zum Thema wird. Oder Dante. Genau. Das war für mich sehr erstaunlich, als ich von den Märchen und Mythen zu moderner Literatur ging, zu zeitgenössischer Literatur ging, dass da die Dinge offen sind. Also die Akademie, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, bei Kafka, gibt es den Affen als Mensch, der da auftritt und so, den habe ich mir verwendet, um eben die Traumatisierung und die Verleugnung der Traumatisierung und den Weg und so weiter. Ja. Und da gibt es kein gutes Ende. Ja, sondern, wie häufig bei Kafka. Genau, da gibt es kein gutes Ende, sondern der Teilnehmer, der sich dadurch anregen lässt und zu seinen Geschichten dadurch geht, der muss sein eigenes Ende oder seinen eigenen Weg finden. Ja. So. Und da habe ich ihn Tonerde, Zeichnen, Gebärde und mit der Collage gearbeitet. Ja. So. Okay. Und das ist immer eben ein, wie soll ich sagen, ein Durchgang, wo der Einzelne in meiner Hoffnung ein Stückchen mehr zu seinem Selbst kommt. Ja.
Ja, schön. Okay. Es gibt ja nicht so viele Plätze, wo das heute wirklich ist. Ja, okay. Ja, ja, das ist, denke ich, eine ganz wichtige Arbeit. Ja, kannst du noch was oder möchtest du noch was sagen zu Dürkheim? Wer war Dürkheim? Was hat er eigentlich, wie ist das hier entstanden? Was hat er eigentlich gemacht? Mir ist wichtig, dass die beiden, also es ist... die Dürkheims? Es ist, genau, es ist, ja. Es ist immer Graf Dürkheim und Maria Hippius. Ja. Von Anfang an ist es Mann und Frau, die zwar ihre eigene Auffassung haben, jeder seine Vorstellung hat, was da geschehen soll, aber eben beide gleichberechtigt diese Einrichtung hier aufbauen. Okay. Es ist nicht das Modell... Fangen wir noch mal an. Kannst du noch mal was zu den Dürkheims sagen? Ja, ja, gleich, ja, klar. Ja. Und es ist für beide wichtig, oder es ist, wenn man auf diese Person schaut, ist wichtig, dass die in einer umfassenden Weise durch einen Verlust gegangen sind. Mhm. Die sind beide sehr in dieser deutschen Gesellschaft beheimatet gewesen und haben also rein vom Äußeren dieses ganze Gebäude, das da war, eben diesen Zusammenbruch erlebt. Und für ihn gilt es so, dass er eben da in Japan war, zurückkam, die Erfahrung mit Japan gemacht hat. Aber man muss schon auch dabei sehen, dass er eigentlich all das, was diesen Grafen als im Hintergrund ausmachte, dass er all das verloren hat. Ja. Und bei Maria Hippius ist es so, die ist am Ende des Krieges 36 und hat eben sowohl den Mann verloren, als auch steht da mit drei kleinen Kindern, ist durch von Prag hierher in das Badische gekommen in der ersten Nachkriegszeit und hat eigentlich all das erlebt, was Flüchtlinge in dieser Situation erleben können oder Flüchtlingsfrauen in dieser Situation erleben können. Sie haben beide in diesem Sinne tiefe existenzielle Lebenssituationen erlebt und haben sie überlebt. Ja. So das, was sie weitergegeben haben, also dass es da eine Seinsdimension gibt, ist in dem Sinne nicht sag ich mal, literarisches oder theoretisches Gerede gewesen, sondern sie haben es wirklich selber erlebt. Und daraus geschlossen, dass man eine neue Form aufbauen müsste oder dass man die Menschen in eine neue Lebensform führen könnte. Das ist eigentlich der Hintergrund unserer Arbeit, dass sie beide aus dieser vorgegebenen gesellschaftlichen Form irgendwie herausgeworfen wurden, aber auch in ihrer Arbeit da herausschreiten wollten. Mhm. Das finde ich so das Wichtige an den beiden. Mhm. Und ob er jetzt, er ist Graf, sie war Professorengattin, sie hat in den 20er Jahren schon Psychologie studiert, hat ihre eigenen Traumata, ihre Brüche in ihrem Leben. Der Dirk hat seine Brüche in seinem Leben. Das ist für mich auch jetzt so heute ein wichtiger Teil, dass die beiden also nicht den Bruch verschleiern wollten, sondern dass es immer darum ging, auch den Bruch als Lebensgegenstand aufzunehmen. Mhm. Zu schauen, und was macht das jetzt mit dir? Ja. Was macht das jetzt mit dir, dein Herausgeworfensein? Ja. Oder auch, was macht es mit dir, dass sich nun plötzlich einstellt, du hast dein Leben gut organisiert und so, machst deinen Beruf, und dann meldet sich aber da in dir, dass da doch irgendwie noch andere Fragen sind. Mhm. Du bist ein gut etablierter Arzt und machst deine Medizin, und dann meldet sich da aber da bei dir, dass es da noch was anderes gibt und dass dich was anderes interessiert
und du musst deinen Berufsstand in einer gewissen Weise verlassen und musst dieser anderen Spur nachgehen. Mhm. So, das ist so ein wichtiger Hintergrund von uns. Ja. So, also jetzt gerade in meinem letzten Seminar, das ich gegeben habe, wo natürlich, also wo Menschen drin waren oder ein Mann darin war, der eben so seit 4 Jahren Witwer ist. Mhm. Und dieses Witwe geworden sein so ein wichtiger Punkt ist, sein Verlassensein und so weiter. Und es scheint aber, dass es uns gelungen ist, ihm und mir in der Arbeit zu begreifen, dass da auch ein wichtiger Punkt zu ihm hin geschehen ist, dass da eine Öffnung geschehen ist, mhm. dass da ein in einer besonderen Weise Gemeintsein mhm. geschehen ist. Mhm. So. Also man könnte sagen, das ist so die Erforschung dessen, was ist, was immer ja. richtig ist. Ja. Nur man ist selber noch nicht an dem Punkt, das zu realisieren, und das ist letztendlich das gemeinsame Aushalten, vielleicht auch des Nichtwissens, weil du weißt ja auch nicht, was es für den anderen zu bedeuten hat. Genau, ja, genau. Ja. Genau. Okay. Ja. Und die, also für mich ist auch die Haltung, die wir einüben oder die wir durch den Zen mhm. wissen, dieses Annehmen, mhm. dieses Nicht-Bewerten, dieses mhm. Annehmen, das finde ich eine wichtige Grundhaltung. Ja. So meine eigene Praxis hilft mir da sehr, hat mir da über die Jahre sehr geholfen, mhm. Dahin zu kommen, wie wichtig es ist, das, was gegeben ist, unbewertet anzunehmen. Nicht wegmachen zu wollen. So. Mhm. Also oder weder durch, ach, das ist toll oder das ist doch schlimm oder so zu bewerten, sondern ja. es ist da. Ja. Und dadurch, dass ich es annehme, dass es da ist, kann ich dem Ereignis eben auch seine Kraft zulassen. Ja. So. So, ja. Und das führt so zu einem anderen Gedanken, so, dass eben Leben Wandlung ist. Mhm. Leben ist Entwicklung, Leben ist Wandlung. Mhm. Und ein wichtiger Teil unserer Reifung ist, dass wir in den Fluss einwilligen, mhm. der uns gegeben ist. Ja. Dass wir aufhören, oder also früher habe ich oft gesagt, zu den Leuten gesagt, misch dich nicht so viel ein. Mhm. So. Und es ist eigentlich immer noch so, dass dieses, kann ich jetzt heute noch stärker so sagen, das Sein oder das Leben ist ein Fluss, mhm. und lebendig sein heißt, auch in diesen Fluss einzuwilligen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, wie kam bei Dürkheim diese, wie soll ich sagen, diese Aufnahme von den Jungschen Ideen? Also ich meine, klar, Jung war mit Sicherheit einer der ersten transpersonalen ausgerichteten Therapeuten. Gab es da irgendwie eine besondere Beziehung oder eine besondere Brücke? Weißt du das so? Nein, ich glaube der Anstoß von den beiden, also von Maria Hippius und von Dürkheim, der ist früher. Sie sind beide, haben in Leipzig studiert, in der Zeit, als in Leipzig Metzger, Köhler, solche Psychologen waren, wo man sehr viel mehr eben wirklich nach dem Phänomenologischen ja. und so weiter schaute. Ja. Und ich glaube, also und sie haben sich beide immer wieder darauf auch bezogen, okay. Dass sie ihre, ich sage jetzt einfach mal, ihre Prägung für das existenziell Phänomenologische mhm. eigentlich dort anfängt. Okay, also Gestaltpsychologie, und, ne? Genau, ja. genau. Aber jetzt, genau, ja. Gestaltpsychologie, aber jetzt nicht Gestalt, die Gestalttherapie, sondern ja. Gestaltpsychologie. Ja. So, dass daraus ja ein eigenes Menschenbild und ein eigenes, nicht nur Menschenbild, sondern Weltbild entsteht. Ja. Und das ist, glaube ich, ihre wichtigere Grundlage. Mhm. Und dann ist natürlich schon, dass da Leute wie der Jung
wichtige Sachen zum Leben beigetragen habe und die beiden das dann auch aufgenommen haben. Maria Hippius hat wohl eine Lehranalyse gemacht und ich glaube auch Dürkheim hat eine Zeit lang, aber das weiß ich nicht genau, hat einen Kontakt zu irgendeinem Jungianer gehabt. Mhm. Aber es ist nicht so, dass Jung nun, sag ich mal, der erleuchtende Wegbereiter war. Mhm. Okay. Sondern sie haben sehr viel, ich würde so sagen, sehr viel breiter aufgenommen. Und es ist jetzt so, von der Literatur, die für uns wichtig ist, ist natürlich Jung wichtig. Mhm. Aber es ist viel, viel wichtiger Erich Neumann. Ja. Und es ist viel, viel wichtiger Gebser. Ja. So die Varianten, die diese Menschen hereingebracht haben, okay, sind fast bedeutungsvoller. Ja. Also man könnte so sagen, Jung ist irgendwie so der grobe Hintergrund. Ja. So, und aber diese Einzelaspekte, ja, und auch das Ergebnis ihrer eigenen Arbeit, so ist viel wichtiger. Neumann ist mir klar, wo würdest du sagen, kommt Gebser verstärkt ins Spiel? Ja, in dem integralen Bewusstsein. Das ist ja so beeindruckend bei Gebser, ja, dass er diese Wandlungen in der Kunst als Ausdruck der Bewusstseinsveränderung, mhm, sieht, mhm, und dass er eben als letzte Forderung eben hat, dass der Mensch diese verschiedenen Formen in sich vereinigen muss. Integriert, ja. Genau. Und du würdest sagen, das ist dann also quasi auch die Grundidee hinter der initiatischen Arbeit. Was du vorhin auch beschrieben hast mit dem Durchschreiten der Figuren, ja, und Bilder, ja, dass die Formen, ja, nicht, dass die alten Formen abgespalten werden, sondern dass sich quasi die nächste Form auf die erste Form quasi aufbaut und die mit integriert. So. Ich selber habe in meinem Weg, und das gilt, glaube ich, für viele, mhm, ich habe verschiedene historische Kulturformen sind in meinem Weg sehr wichtige, mhm, Muster gewesen, wo ich, also ich bin... Ich bin nie ein Pharao gewesen, aber das, was aus der ägyptischen Mythologie daherkommt, ist eine Zeit lang sehr wichtig für mich gewesen. Mhm. Und ich musste das, was in mir als Verschlüsselung da ist, was im Bezug, mhm, zu, was in der ägyptischen Mythologie ausgedrückt wird, das musste ich eröffnen. Mhm. Und das ist auch, also jetzt laufe ich nicht mehr. Lauf nicht mehr mit der Schlange auf dem Kopf herum, so, aber das gehört zu meinem Leben dazu. Oder, ja, oder in einer bestimmten Zeit war wichtig, dass ich mich mit den südamerikanischen Kulturen auseinandersetzte. Und so hat jeder von uns so seine Nischen, im wo er historische Dinge, die er öffnen musste, die ihn ansprechen, ja, genau, und die integriert sein müssen, ja, für den heutigen Menschen, sonst, ja, sonst werden wir abgespalten, ja, so, ja, so würde ich das nennen, ja, spannend, und in, ja, manchen Dingen, manche meiner Klienten sind tief berührt, wenn wir irgendein Knöchelchen aus Urmenschenzeiten, mhm, bringen, mhm. Oder, ja, oder wenn ich sie in zumindest Bilder zeige oder sie schicke in Urhöhlen. Ja. So. Mhm. Und das würde ich ja, denken. Da kommen wir ganz stark, das ist ja auch so die innere Arbeit mit inneren Bildern, die ich auch, ja, mache. So, da kommen ja ganz starke archaische Impulse dann, genau, auch. Ne? Genau. Hat Leuna ja, genau, auch viel zugeschrieben. Und genau. Ja, 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 spannend. Ja. Ja. Viele Ähnlichkeiten, ja, dazu. Okay, was würdest du sagen, wie siehst du die Zukunft der initiatischen Arbeit? Wenn du für dich vielleicht, nicht generell, vielleicht für dich. Es hat mir geholfen, so in einen Zustand zu kommen, wo ich den Eindruck habe, jetzt bin ich identisch, das bin ich jetzt. Ja, okay.
Integriert. So. Und ich stelle mal eine Frage. Der Maslow hat ja damals auch so diese, oder Rogers, ja, hat ja auch diese voll entwickelte Persönlichkeit beschrieben. Würdest du sagen, das ist so der, wenn es ein Ziel gibt, führt das dahin? Fällt mir jetzt gerade so ein, wo ja, du ja, das ja, gerade ja, so ja, sagst. ja. So. Na, also mir ist jetzt eben gerade, weil ich jetzt eben gerade mal wieder Durkheim nochmal studiert habe, also dieses, also wohin zu kommen, wo sich eben wirklich dieses Gut und Schlecht aufhebt. Und wohin zu kommen, wo das, das finde ich so eine tolle Formulierung, wo das Unbedingte im Bedingten stattfindet, wo ich in sowas komme. Und was dann, weil ich nicht mehr gut und schlecht haben muss, nicht mehr so extrem, natürlich habe ich auch immer noch Dualitäten, aber nicht mehr in diesem Extrem haben muss, dann komme ich einfach in einen Lebensfluss. So. Und für mich auch sehr beeindruckend oder sehr, da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich den Durkheim und die Maria Hippius so erlebt habe, wie die bis ins hohe Alter nicht nur gearbeitet haben, sondern auch bis ins hohe Alter in ihrem Lebensprozess, in ihrer Ausdifferenzierung gewesen sind. So, und auch meine wichtigste Lehrerin neben den beiden, die Ursula Krug, sie ist 4 Wochen bevor sie 90 wurde gestorben, hat aber bis ein halbes Jahr bevor sie starb gearbeitet. Und nicht nur gearbeitet, sondern ist eben wirklich in einem ständigen Weiterentwicklungsprozess gewesen, hat sie mit ihren Schattenseiten auseinandergesetzt und ist wirklich weiter sich entwickelt. Und das hoffe ich für mich selber auch, dass das so weitergeht. So. Ich finde es, ich habe vor einiger Zeit ein Seminar gegeben mit lauter älteren Frauen zwischen 65 und 90. Und es war für mich entsetzlich, wie sehr sie in einer Missachtung der Lebenskraft waren und auch wie sie akzeptiert haben, dass sie als Frauen in einer gewissen missachteten Rolle sind und so und nicht zu ihrer, also eine Bejahung ihrer Person und ihrer Entwicklung und dass da noch was weitergeht, das nicht nehmen konnten. So. Also wenn ich, also diese Einrichtung hier, die jetzt über 60 Jahre existiert, die ist die in diesen 60 Jahren immer in Veränderungen gewesen. Und für mich selber ist es wichtig, dass wir irgendwann aufgehört haben zu sagen, so ist es früher gewesen und so muss es dann bleiben, sondern dass wir in etwas kommen, das darf sich weiterentwickeln. Und eine Öffnung ist So, für das. und sollte sich Ja. weiterentwickeln. Und auch wenn wir zurzeit in einer Weise einen Zustand haben, wo man sagen kann, oh, das ist aber nicht toll, so ist aber auch in diesem, der vielleicht nicht toll erscheint, eine Entwicklungskraft. So, und es kann sich von daher weiterentwickeln, wenn wir es ins Bewusstsein nehmen. Ja. Wenn wir es nur einfach so liegen lassen, dann wird da nichts daraus, Alles klar. sondern wenn wir das ins Oder Bewusstsein nehmen. So. Ablenkungsprogramme an. Und jetzt für mich selber ist ja so, also dass ich schon, also habe ich ja glaube ich vorher gesagt, also dass ich jetzt so, sage ich mal, in einer guten Übereinstimmung mit mir selber bin, das hat die Arbeit hier sehr viel für mich gebracht. Aber ich habe schon auch andere Methoden mit dazu verwenden müssen, also ohne nur vom Zeichnen und von der Leibarbeit schon wäre ich wahrscheinlich nicht dorthin gekommen. Es gehört auch die Meditation dazu, die ich sehr entschieden gemacht habe. Und natürlich dann auch das, was ich aus dem Systemischen geholt habe oder was ich auch aus dem normalen, aus dem üblichen Psychotherapeutischen geholt Okay. Lassen wir es so stehen, ne? Genau. Ja. So, und da dieses Entwicklungspotenzial weiter zu nutzen. Wir wissen nicht, wohin das hier geht. Klar. Und ich weiß auch nicht, wohin es mit mir geht und wohin es mit der Arbeit geht. Ich hoffe nur, also jetzt so für mich,
dass ich wach bleibe. Mhm. So. Dass ich wach bleibe und dass ich ja, begegnungsfähig bleibe, ja. Begegnungsbereit ja. bleibe. Okay. Es ist natürlich schon auch so, dass wir also mit dem Privileg der Abgeschiedenheit, mhm. Wo wir uns auch, sagen wir mal so, das Privileg genommen haben, uns nicht so sehr um andere Schulen, andere Richtungen zu kümmern, dass uns das natürlich auch ein Stück Freiheit gibt, ja. aber andererseits auch ein Stück Dummheit gibt. Mhm. So, ich habe angefangen seit einigen Jahren, ich arbeite ja nicht nur hier, sondern arbeite in Würzburg, aber in eine, also so, dass ich da in so einer mittelgroßen Stadt arbeite, alle paar Monate, jetzt seit über 20 Jahren. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich angefangen, auch in Berlin zu arbeiten. Mhm. Und wo das in Berlin arbeiten nicht so nur eben einfach da mit den Klienten, sondern ich würde sagen, die Arbeit, die ich da tue, ist auch, dass ich in der Stadt unterwegs bin und schaue. Mhm. Und schaue, was machen die Menschen denn? Mhm. Wie sind die denn? Mhm. So. Und einfach so zum Beispiel für mich aufnehme, es ist einfach so ein anderer, so anderer Zusammenhang. Es gibt hier am Anfang, ja. so vor 3 oder 4 Jahren, als ich anfing, dorthin zu gehen, habe ich dir gesagt, es gibt hier keine Frau mit Kopftuch. Ja, ja. So. Berlin ist voll davon. Mhm. Natürlich gibt es auch das Flüchtlingsproblem oder so. Aber Dinge, die mir dort auffallen, kann ich eigentlich nur dann so sagen, ah ja, das gehört auch zum Leben dazu und das findet hier nicht statt. Ja, also nicht, jetzt, nicht, ist schon hier, Unterschied. Nicht hier, es geht also, nicht so sehr darum, hier in unserer therapeutischen Einrichtung, sondern nee, nee, man in dieser ganzen Umgebung. Feld, ne? So. Das ist ein ganz anderes Spannungsfeld. Ja, 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 klar. Ja. Und das aufzunehmen, was da los ist in so einer Stadt, und so, das ist mir ein wichtiges Arbeiten. Ja, ja, verstehe ich. Ja. Und ich hoffe, dass ich das einfach von meiner Konstitution her noch lange tun kann. Ja. Ja. Ja, das wünsche ich dir. Okay. Ja, schön. Gut. Ja. Also danke für den Austausch. Gerne. Wem das gefallen hat, kann das liken, unten abonnieren. Und dann ist unten auch der Link zur Seite vom Peter. Und ja, also wer sich da informieren möchte, kann da draufklicken, kriegt dann weitere Infos. Ja, von mir schöne Grüße aus Todtmoos-Rütte vom Dürkheim-Zentrum, Jörg Fuhrmann und Peter Oechsle. Okay. Ciao.